Ich begrüße euch alle ganz herzlich, Sie alle ganz herzlich hier zum Bundeswettkampf. Ich begrüße ganz besonders den Sieger des Bundeswettkampfes. Wir wissen nur noch nicht, wer es ist. Aber den begrüße ich ganz besonders jetzt schon. Jede Mannschaft hat eine Chance, heute hier zu siegen. Die Schiedsrichter werden mit herausgefordert werden, die gerechte Verteilung der Punkte zu machen. Und auf die Siegerehrung heute Abend freue ich mich schon wieder ganz besonders. Für Baden-Württemberg Leon Berg. Für Bayern Karlstadt. Für Berlin ist Berlin-Spandau am Start. Brandenburg wird von Frankfurt oder vertreten. Dann machen wir weiter mit Hamburg, mit dem Ortsverband Hamburg. Für Hessen ist der Ortsverband Homberg-Efze am Start. Und auch der Norden an der Ostseeküste ist vertreten. Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ortsverband Bergen auf Rügen. Und auf der anderen Seite der Gewässer von Niedersachsen, Bassum. Aus Nordrhein-Westfalen haben wir hier die Jugendgruppe aus dem Ortsverband Lengerich. Aus Rheinland-Pfalz sind angereist, aus dem Ortsverband Ludwigshafen. Fürs Saarland ist Freisen da. Und mit Sachsen der Ortsverband Kamenz. Sachsen-Anhalt ist mit dem Ortsverband Quedlinburg dabei. So, Schleswig-Holstein, sozusagen die Heimmannschaft, aber nicht hier aus Neumünster, das wäre ja langweilig, sondern aus Norderstedt. Und der letzte Ortsverband ist aus Thüringen, das ist der Ortsverband Rudolstadt.